Deutschlandfunk Sternzeit 7. April Giordano Bruno, Exoplaneten und die Unendlichkeit. Irgendwann im Jahr 1548 kam in Nola am Fuße des Vesuv Giordano Bruno zur Welt. Er wurde Dominikanermönch und war als Astronom seiner Zeit weit voraus. Sein Werk Zwiegespräche vom unendlichen All und den Welten setzt bis heute Maßstäbe. Darin heißt es, der Himmel ist ein unermesslicher Raum. In ihm sind zahlreiche Sterne, Sonnen und Erden sichtbar und müssen unzählige andere vernünftigerweise angenommen werden. Für Giordano Bruno sind die Sterne im endlosen Kosmos nichts anderes als Objekte wie unsere Sonne, umkreist von Planeten. Das ist eine prägnante Zusammenfassung des heutigen Stands der Astronomie, veröffentlicht vor mehr als 4 Jahrhunderten. Weiter heißt es, wir sehen nur die Sonnen, nicht aber deren Erdkörper oder Planeten, welche, da ihre Massen viel kleiner sind, für uns unsichtbar sind. Tatsächlich kämpfen die Fachleute bis heute damit, dass schwache Planeten neben hellen Sternen nicht direkt zu beobachten sind. Giordano Bruno zieht einen kühnen Schluss. Es gibt nicht eine einzige Welt, eine einzige Erde, eine einzige Sonne, sondern so viele Welten, wie wir leuchtende Funken über uns sehen. Der Erde schreibt er keine Sonderstellung mehr zu. Sie ist ein Planet von ganz vielen im Kosmos. Das steht heute genauso in Fachzeitschriften wie Nature und Science. Für Papst und Inquisition jedoch waren die Zwiegespräche pure Gotteslästerei. Giordano Bruno wurde im Jahr 1600 auf dem Scheiterhaufen getötet. Seine Ideen aber sind lebendiger denn je.